Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Train Simworld 2. Der Dennis spielt das. Wir übernehmen heute eine S-Bahn-Verbindung. Und machen den sozusagen den Pendlerabschluss. Das heißt, wir fahren den letzten Zug an diesem Abend und werden danach den Zug auch noch ins Betriebswerk zurückbringen. Willkommen in Schwelm. Schließen Sie die Fahrt nach Wuppertal ab. Dann beenden Sie den Dienst. So, wir werden einsteigen. So, schließen die Tür. Und setzen uns in den Fahrersitz. So, stecken Sie den Richtungswenderschlüssel ein. Das werden wir tun. Stellen Sie den Richtungswender auf neutral. Aus, innen, aus, innen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie funktioniert das? Das habe ich auch noch nicht gemacht. Aus, innen. Gibt's doch nicht. Ah, so haben wir's. Man muss sich erstmal zurechtfinden. Türen entriegeln. Natürlich. Natürlich werden wir hier noch ein paar Lichter anmachen müssen. Beleuchtung, Fahrgastraum, Führerstandsbeleuchtung, Spitzensignale sind gesetzt. Fensterheizung machen wir mal auf an. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Stromadmüpte, das haben wir auch soweit. So, Scheinwerferlicht brauchen wir nicht. So. So, wir verschließen die Türen. Stellen Sie den Richtungswender auf vorwärts. Das werden wir tun. Stellen Sie den Leistungsregler auf 10%. So, nächste Station Schwelm West. Und ein bisschen Gas geben, ja. Ei, das kommen wir aber ein wenig zu spät. Naja, Übung macht den Meister.
So, alles einsteigen, bitte. Wir sind ein wenig verspätet, aber ich glaube, ich bin noch halbwegs im Rahmen, hoffe ich. Ach, das war natürlich überhaupt nicht, was ich wollte. So, wir gucken mal kurz in den Ablaufplan. Wuppertal-Oberbarm, Wuppertal-Barm, Wuppertal-Unterbarm, Wuppertal-Hauptbahnhof. Eieieiei, da haben wir noch viel vor uns. So, 50.
So, einigermaßen pünktlich. Nächste Station Wuppertal Barmen. Dann kommt Unterbarmen. Ach, was würde ich mich freuen, wenn es hier die Strecke Berlin gäbe. Berlin, Hannover, sowas alles. Aber vielleicht kommt das ja noch. Welche Strecke würdet ihr euch beim TSW wünschen? Haut mal in die Kommentare. Deutsche Strecken, wohlgemerkt. Also ich frage jetzt explizit nach deutschen Strecken. Welche deutsche Strecken würdet ihr euch beim TSW wünschen? Wenn ihr da Wünsche habt, klatscht die mal in die Kommentare, da bin ich mal gespannt, was da so bei rumkommt. So, wir nähern uns Unterbarmen.
So, da dürfte eigentlich jetzt auch nicht mehr viel. So, Unterbarm. Nächster Ort ist dann Hauptbahnhof. Ah ja, Hauptbahnhof ist letzte Station. Dann schauen wir mal. Wir verriegeln die Türen und fahren zur letzten Station. Ich liebe diesen Sound. Ich liebe ihn einfach. Wenn die Elektromotoren hochfahren, wunderschön. Sind doch ein wenig zu spät, aber das ist bei der Bahn ja nichts Neues, von daher. Sollten jetzt ziemlich auf den Punkt bremsen, weil dahinter ist direkt ein rotes Signal. Das ist uns auf keinen Fall verzeiht, wenn wir darüber fahren. Wobei es geht noch, ist doch noch einiges entfernt. Hat noch nicht gezählt. Aber wir noch ein wenig fahren. So, Türen entriegeln. Und dann harren wir der Dinge, die jetzt kommen. Dieser Fahrgastwechsel dauert länger, wobei wir hier nur aussteigen lassen. Kein Einstieg mehr. Zug endet hier. Bitte alle aussteigen. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie Ihre Wertsachen mitnehmen und nichts vergessen. Bitte lassen Sie keine Taschen unbeaufsichtigt stehen. Bitte treten Sie von der Bahnsteigkante zurück. Vielen Dank für Ihre Fahrt mit der Deutschen Bahn. Wir würden uns freuen, Sie bald wieder in einem unserer Züge begrüßen zu dürfen. Einen schönen Abend noch und eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. So, ich denke, jetzt habe ich die Fahrgäste gut verabschiedet. Zumindest die noch, die es noch mitbekommen haben.
Wir verriegeln die Türen. Stellen Sie den Richtungswender auf aus. Wechseln Sie die Enden und fahren la la la. Okay, dann werden wir das mal tun. Schließen die Türen. Nein, wir wollen nicht die Stufen hinaussteigen. Wir wollen die Tür schließen. So. Ganz schön viel los hier um die Zeit. Das machen wir gleich. Ja, wir müssen erstmal wieder den Schlüssel einstecken. So. Wir. Zack. Zack. So. Müssen aber noch eben rechts verriegeln. Denn da haben wir ja noch eine Tür offen. Wuppertal-Langerfeld, Betriebsbahnwerk. So, wir sind schon wieder zu schnell. Wir dürfen nämlich gleich nur noch 40. So.
Wer ist denn hier von euch in Wuppertal schon mal mit dieser S-Bahn gefahren, also mit dieser S-Bahn-Linie um die Zeit? Das würde mich jetzt mal interessieren. Wer wohnt da in Wuppertal oder in der Gegend und ist schon mal mit dieser S-Bahn gefahren? Haut's in die Kommentare. Ich persönlich war zwar schon in Wuppertal, bin aber allerdings da auch noch nicht mit der Bahn gefahren. Von daher würde mich das jetzt mal interessieren, wer da die Strecke kennt. Mal ein bisschen auf die Bremse hauen. Also wer da irgendwie sachdienliche Informationen geben kann bezüglich der Strecke, bezüglich der Linie oder allgemein der Bahn hier in Wuppertal, kann da gerne seine Informationen in den Kommentaren setzen. Verbesserungsvorschläge, Kritik natürlich auch willkommen, denn nur so werde ich besser. Und scheut euch da nicht, eure Informationen diesbezüglich kundzutun. Es würde mir sehr helfen. Was euch gefallen hat, wenn es euch gefallen hat, was euch gefallen hat, lasst es da. Was ich verbessern kann, sagt es mir. Denn nur so kann ich es verbessern. Ja. Lob und Kritik sind beides herzlich willkommen. Szenario-Wünsche, TSW oder TS, alles willkommen. Setzt es drunter und ich werde entsprechend reagieren. Zumindest ist das, was umsetzbar ist. So, rotes Signal dürfen wir überfahren. Aber jetzt werden wir ein wenig langsam. Ein bisschen Gas geben. Aufschalten. Gas geben ist es ja nicht. Leistung aufschalten. So. So gehört es sich in der Bahner Sprache. So, und da kommt schon unser Endpunkt.
Ziel erfüllt. Stellen Sie den Leistungsregler auf 0. So, ziehen Sie den Richtungswender auf aus und ziehen Sie den Schlüssel ab. Halten Sie die Batterieschalter für 5 Sekunden auf Stopp. Auch dies werden wir tun. Da. Gut gemacht. Zeit für eine gute Nachtruhe. So, und damit endet unser Szenario und auch dieses Video. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Der Dennis spielt das, sagt bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus und Tschüss.